Die Larven der räuberisch lebenden Gallmücke Aphidoletes aphidimyza sind effiziente Gegenspieler von Blattläusen. Mit ihren hakenförmigen Mundwerkzeugen verletzen sie die Blattlaus, um anschließend deren Körperflüssigkeit, die Hämolymphe, aufzunehmen. Durch Injektionen des lähmenden Speichels bleiben körperliche Abwehrreaktionen der Blattläuse meist aus. Die orange gefärbten älteren Larven sind in Blattlauskolonien häufig deutlich sichtbar. Zurück bleibt nur die völlig entleerte Körperhülle des Schädlings.